Der 27. August 1939 war der erste Flug mit einem reinen Strahlantrieb. Sie rollte richtig an und holte dann natürlich sehr schnell Fahrt auf. Ja? Und dann habe ich sie hochgezogen, dann bin ich in die Linkskurve gegangen und siehe da, Steuerdrücke nicht ganz normal, die Maschine hing links ein bisschen, konnte ich aber alles mit dem Knüppel schön halten und auch das Seitenruder, sie drehte ein wenig. Habe dann eine größere Platzrunde geflogen, nicht? Und ich sollte nur, mir war eingeimpft worden, nur eine Runde zu fliegen, sofort zu landen. Aber da ist natürlich die Lust mit mir durchgegangen und ich bin dann auch ein bisschen schneller geflogen. Und habe ich gesagt, dreh noch eine Runde. Nicht? Und unten stand alles und winkte. Und dann die zweite Runde und dann habe ich gesagt, jetzt mach Schluss und habe zur Landung angesetzt. Rollte aus und hielt auf einen Meter genau, wo die ganz Heinkel mit seinem ganzen Stab stand. Ne? Na, Jubel natürlich, ne? Aus dem Cockpit raus auf Schultern getragen. Heinkel ebenfalls nahm sie auf die Schultern, ne? Und so weiter. Alles gratulierte. Und Heinkel sagte, so, der Frühstück im Casino ist fertig. Und dann sind wir ins Casino gefahren, ne? Und dann haben wir gleich begossen. Ne?